Früh am Morgen ist er einer der Ersten auf dem Golfplatz. Wir treffen Lauritz Lohr, eines der vielversprechenden Nachwuchstalente des deutschen Golfsports, im Golf Son Gual im Herzen von Mallorca. Hier ist sein zweites Zuhause, die Driving Range ist sein Arbeitsplatz. Und Tim Holroyd sein Ausbilder. Seit mittlerweile 6 Jahren entwickelt sich das außergewöhnliche Talent unter den Fittichen der Logical Golf Academy. Firmengründer Robert Baker steuert den Gesamtprozess. Head Teaching Pro Tim Holroyd kümmert sich um die tägliche Arbeit mit dem Hoffnungsträger auf der Range, der Practice Area und natürlich auch auf dem Platz. Lauritz Lohr. Gerade mal 14 Jahre jung. Aus Leipzig. Handicap 0,9. Sein Ziel: Golfprofi. Ein Leben ohne Golf ist für den Teenager unvorstellbar. Jede andere Beschäftigung wäre auch toll, aber Golf wäre halt das Beste. Weil man ist halt überall. Man kann so schön hier, überall. Aber ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben. Also es wäre alles für mich irgendwie. Ja. Und dafür ist Lauritz bereit, auch alles zu investieren. Im Golf Son Gual haben die beiden perfekte Bedingungen, um am Spiel zu arbeiten, an allen Feinheiten zu feilen. Technisch gesehen hat er alles in sich reingearbeitet, die letzten 4-5 Jahre. Da hat er wirklich sehr viel gearbeitet. Jetzt geht es um das Polieren und einfach halten, weil der Rest wird er sich von selber entwickeln. Er wird seine eigene Erfahrung machen als Mensch. Und wir sind da, ihm zu unterstützen. In der privaten Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Anlage hat Lauritz alles, was es braucht, sich seinen ambitionierten Zielen anzunähern. Selbst eine Trainingshalle mit allerlei bis zur Perfektion entwickelten golfspezifischen Trainingsgeräten. Der sympathische Engländer arbeitet mit einfachen und verständlichen Trainingshilfen, die den Golfschüler unterstützen, die Bewegungsabläufe automatisch richtig auszuführen. Lauritz profitiert von der langjährigen Erfahrung des Master Instructors von Logical Golf. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Er ist eher so der Typ, der das sanft erklärt, der eher das nicht als Problem ansieht, sondern eher als was man besser machen kann. Und ich finde ihn ein super Trainer. Er erklärt es viel besser als alle anderen Trainer. Er hat einfach so ein Feeling, weil er setzt sich so richtig schnell in die Person ein und weiß, wie es sich anfühlt und kann das Problem sehr schnell beheben. Tim und Lauritz haben über die Jahre ihrer intensiven Zusammenarbeit eine tiefe Freundschaft entwickelt, geprägt von einem großen gegenseitigen Vertrauen. Tim ist ganz begeistert von Lauritz' Einstellung. Das sieht man, das fühlt man. Erstmal die Passion. Ich muss ihn nie zwingen zu üben. Er übt. Eigentlich müssen wir ihn wegholen. Ja? Es ist eigentlich, er kommt und er übt. Den ganzen Tag. Ohne dass er angetrieben ist. Er steht auf, er hat den Drive. Wenn du diese Passion hast von dich selber, dann ist eigentlich ein Selbstläufer. Und das ist der Unterschied. Manchmal, die Leute, die das schaffen, machen das ein klein bisschen mehr als jeder andere. Und das macht er. Das ist der Unterschied. Neben der regelmäßigen Trainingsarbeit im Gym, der Driving Range und dem Übungsareal gehört natürlich auch das Spiel auf dem Platz zum alltäglichen Ritual. Hier verbringen Lauritz und Tim viel Zeit miteinander. Insbesondere das strategische, das kurze Spiel rund ums Grün stehen hier im Vordergrund. Die Grundlagen sind gelegt, jetzt geht's ans Feintuning. Da machen wir viel Shotmaking auf dem Platz. Also verschiedene Shapes. Und wir machen auch sehr viel Short Game auf dem Platz. Und Lauritz hat so eine Kreativität. Besonders in the Short Game. Ich habe selten jemanden so gesehen, der so viel Talent hat um den Grün. Er hat den Feel, er hat den Touch, er sieht den Schlag und macht es. I would call it fearless, ne? Also ohne nachzudenken, was schief gehen könnte. Und das ist so schön bei ihm anzuschauen. Also
Ich kann ihn vergleichen mit Phil Mickelson, mit The Short Game. Er ist genial mit Short Game. Einfach Kreativität ist absolut spitze. Ja? Und er sieht das und macht das. Das ist toll anzuschauen. Ja? Früh übt sich, wer ein Phil Mickelson werden will. Mit 2,5 Jahren hat Lauritz seinen ersten Golfschläger in der Hand. Mit 5 macht er seine Platzreife. Mit 10 ist er bereits Single-Handicapper. Seine Eltern förderten das Talent und unterstützten ihn bis heute nach besten Kräften. Seine Mutter eher abseits des Golfplatzes. Vater Stefan ist stets an Lauritz Seite. Er ist in Personalunion Chauffeur, Coach, Caddy und Finanzier. Und er hat das Trainerteam um Robert Baker und Tim Holroyd ausgewählt, der im Übrigen die kleine weiße Kugel auch ganz gut trifft. Stefan Lohr ist, wenn man so will, von Beruf Vater. Lauritz ist ein sehr emotionaler Spieler. Er liebt die Herausforderung. Er liebt es, dass Golf ein sehr schwerer Sport ist, auch technisch sehr schwer ist. Und er wächst mit dem Golfsport. Im Training, da sage ich, wo es lang geht, aber wenn wir auf dem Platz sind, ich bin dein Caddy, dann bist du der Chef. Und ich bin auch ehrlich, Lauritz hat mich dann als Caddy auch schon gefeuert. Ja? Eine derart intensive Förderung, wie sie Lauritz Lohr genießt, bedarf einer bedingungslosen Hingabe. Und sie kostet Zeit und Geld. Das privat finanzierte Familienunternehmen Lohr hat sich dabei vom Deutschen Golfverband unabhängig gemacht, geht seinen eigenen Weg. Bisher sind wir gut damit gefahren und Lauritz spielt sehr erfolgreich. Aber muss nicht der Königsweg sein. Für uns war er es halt. Der Weg ist sicherlich noch weit und auch sehr steinig. Und es erfordert einfach sehr, sehr viel Disziplin, sehr viel Fleiß nach wie vor. Wohin er geht, das kann man fast nicht sagen. Lauritz will unbedingt Profi werden. Es ist sein Wunsch. Und wir können nur ihm ja, zur Seite stehen bei der Erfüllung. Die Umsetzung liegt an ihm. Wo das letztendlich hinführt, die Zukunft wird es weisen. Lauritz verbringt extrem viel Zeit auf dem Golfplatz. Da bleibt wenig Raum für andere Dinge des Lebens. Aktuell geht er auf die Freie Rahn-Mittelschule in Leipzig. Aber selbst die spielt bisweilen nur die zweite Geige. Alles ist seiner Liebe zum Golfsport untergeordnet, seiner ganz großen Leidenschaft. Wenn ich jetzt so eine Spielbahn spiele, dann gucke ich mir als erstes die Spielbahn an. Wo möchte ich meinen Abschlag hinspielen? Und denke schon an meinen zweiten Schlag. Während ich schlage, geht bei mir nichts vor. Ich denke an ein, zwei Sachen, die ich im Schwung machen muss, damit der Schwung auch funktioniert. Aber sonst ist alles leer. Ich schwinge einfach aufs Gefühl. Die Vorbereitung, dann das Durchsetzen, das passiert automatisch. Lauritz Lohr ist für seine 14 Jahre schon sehr reif, nicht nur golferisch. Neben dem außergewöhnlichen Talent bringt er auch die notwendige Hingabe und Disziplin mit. Ein Vorbild hat er dabei nicht, von jedem nur das Beste, so sehe sein perfekter Spieler aus. Also ich würde einen Teil von Sergio Garcia nehmen, ich würde einen Teil von Tiger Woods nehmen, ich würde einen Teil von irgendeinem anderen Spieler nehmen, von Rory McIlroy vielleicht. Technik, Eisenspiel, Länge, Konstanz vielleicht noch mit reinbringen, kurzes Spiel wie Phil Mickelson. Einigen von den internationalen Stars ist Lauritz schon persönlich begegnet, die allesamt schwer beeindruckt waren vom außergewöhnlichen Talent des Knirpses, der schon reichlich Medaillen und Pokale auch auf internationalen Turnieren eingeheimst hat. Doch der Weg zum Ziel ist bei allem Talent noch sehr weit. Das wissen alle seine engsten Wegbegleiter und auch Lauritz selbst. Was ich auch machen möchte und darauf hinarbeite, Profi zu werden, auf der Tour zu spielen, European Tour und dann auch ein paar in 5 Jahren so auf der PGA Tour natürlich auch schon ein paar Turniere zu spielen. Dabei zu sein, mitmachen und mich immer steigern. Herausforderungen. Das Ziel wäre, dass es so weit kommt wie möglich. Aber da ist nie eine Garantie. Er behält seine Passion, sein Desire zu gewinnen, das hat er. Und wenn das gut genug ist, dann wird er ganz oben sein. Er hat tolle Voraussetzungen. Und
Mehr als das können wir ihm nicht wünschen. Es ist einfach so bleiben, wie er ist, hart arbeiten und probieren wir mal. Das Talent hat er zweifellos, ein perfektes Trainerteam auch und die notwendige Leidenschaft und Disziplin sowieso. Lauritz Lohr hat seinen eigenen Weg gefunden und ist dabei sehr gut unterwegs.